Das hier ist der FC Paluten, der neu gegründete Verein von Paluten. Und ich muss dort heute 365 Tage als Trainer überleben. Und Paluten hat ein ganz klares Ziel. Wir müssen Meister werden. Das hier ist der Anfangskader vom FC Paluten. Und ihr seht, Paluten ist auch mit Abstand unser bester Spieler. Trotzdem sieht das Team für den Anfang sehr, sehr gut aus. Einzig Rechtsverteidiger Papp, der einzige mit einem unter 80er Rating in der Startelf. Und das Gute ist, Freunde, das lässt sich noch ändern, denn wir haben noch 189 Millionen Euro Transferbudget als Bonus. Und die Kohle können wir auch brauchen, denn als Nebenmission dürfen wir diese Saison auch Champions League spielen. Und was willst du da werden, Paluten? Champions League Sieger 2024. Und wir fackeln nicht lang rum und holen direkt eine Verstärkung für unsere schwächste Position. Reece James kommt vom FC Chelsea als Rechtsverteidiger. Oh Gott, Freunde, und was habe ich meinem Trainer da bitte wieder für ein Outfit gegeben, Junge? Aber Outfit völlig egal. Hauptsache, wir bekommen den 83er Rechtsverteidiger. Und damit sind jetzt dieser Heust und Tapia die einzigen Spieler mit einem Rating von unter 81. Doch nicht mehr lange, Freunde, denn wir holen auch schon den nächsten englischen Nationalspieler. James Maddison kommt für 87 Millionen Euro von den Tottenham Hotspurs. Das war ein guter Transfer, denn er ist ein +5-Upgrade zu Tapia und der ist auch schon 30 Jahre alt. Boom, rein in die Startelf, James. Und für Kollegen Holst, hol ich jetzt erstmal noch keinen anderen Transfer. Weltklasse-Joke. Nein. Mein Plan wäre es jetzt mal, die Testspiele gegen United, Newcastle und gegen Lazio Rom abzuwarten. Denn mit 39 Millionen Euro hätte man noch ein bisschen Budget über. Ui, und vielleicht müssen wir das wirklich noch verballern. 1-1 gegen United, 1-1 gegen Lazio und sogar 0-2 gegen Newcastle verloren. Was soll denn der Mist? Ja, keine Ahnung, was das soll, Paluten. Wenn ich mir den Kader ansehe, ist der Weltklasse. Du musst als Kapitän die Jungs jetzt motivieren. Jawohl. Gut, ich vertraue dir, Palette. Und der Kader geht unverändert in den Bundesliga-Auftakt gegen Wolfsburg. Zack, und was ein Debüt. 3-0 in Wolfsburg gewonnen und Neuzugang Maddison macht 2 Tore. Und nach Spieltag 1 steht der FC Paluten auf Platz 1 der Bundesliga. Das Ziel wäre es, diese Führung nie mehr herzugeben. Tü, und der Paluten-Express rollt auch gegen Hoffenheim. 4-0 und Paletto macht die ersten 2 Tore. Das ist geil. Das ist wirklich geil, Paluten. Wir sind erst da, noch kein Gegentor kassiert. Leverkusen, Dortmund und Bayern haben auch alle Spiele gewonnen. Das wird eine wilde Saison. Und für uns wird es ein wilder September. Zuerst das Auswärtsspiel bei Dortmund. Danach haben wir zu Hause Werder Bremen in der Champions League Paris. Auswärts Leverkusen im Pokal. Den FC Bayern München in der ersten Runde und dann auch noch Champions League Teilnehmer Union Berlin. Jetzt aber erstmal rein ins erste Top-Duell der Bundesliga gegen den BVB. Oh, und wir gewinnen das erste Spiel nicht, aber auswärts ein Punkt ist nicht schlecht. Ah, schade, aber damit sind wir nicht mehr auf den ersten Tabellenplatz. Ein Start-Zielsieg wird's schon mal nicht. Aber keine Sorge, wir kommen wieder. 3-0-Sieg gegen Werder Bremen. Oh, Freunde, und heute wird's ganz speziell. Die Champions League geht los und wir dürfen direkt gegen Paris Saint-Germain spielen, den mit Abstand schwersten Gegner in der Gruppe. Denn ja, zugegeben, mit Red Bull Salzburg und Dublin sind die anderen beiden ziemliche Pfeifen. Na, aber PSG ist eine Nummer zu groß für uns. 0-2 Niederlage. Da geht mehr. Lass nochmal einen neuen Versuch machen. Nee, Palle, so einfach geht das nicht. Wir können nicht einen neuen Versuch machen, aber du stehst mit mäßiger Form da. Du musst das in den Griff bekommen. Naja, andererseits, die Statistik sagt, Paluten hat 3 Tore und eine Vorlage in 5 Spielen gemacht und ist damit Topscorer im Verein. Also, so schlecht ist es jetzt auch nicht. Und vielleicht trifft er ja heute wieder gegen Leverkusen. Antwort nein, aber wir gewinnen das Ding trotzdem mit 3-0. Freunde, und jetzt heißt es umschalten. DFB-Pokal auswärts beim FC Bayern. Ganz ehrlich, wie viel Pech kann man eigentlich haben, dass wir die in der zweiten Runde als Gegner haben. Aber durchatmen, das wird sich der FC Bayern auch denken. Wir gehen rein in die Schnellsimulation und hoffen und tatsächlich Maddison und Paluten macht's kurz vor Schluss. Tü! Wie beeindruckend! Ja, das war wirklich beeindruckend in Paluten, denn wir sehen, wir können mit dem Münchner Bayern mithalten. Und Union Berlin ist sowieso kein Problem, auch wenn es nur ein knappes 1-0 dank Paluten war. Und guckt euch jetzt mal unseren schweren September an. Gegen Dortmund unentschieden gespielt, gegen Paris Saint-Germain verloren, aber die anderen 4 Spiele alle gewonnen. Das war richtig gut. Lol, dafür spielen wir in der Champions League gegen das schlechteste Team in FC24. Nur unentschieden, obwohl wir in der ersten Minute ein Tor geschossen haben. Ja, und auch in der Liga nur ein 1-1 gegen Frankfurt. Puh, aber der FC Bayern hat das erste Spiel verloren. Wir sind Zweiter in der Tabelle, nur einen Punkt hinter den Münchnern und mit Dortmund die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Nur das Ding ist halt, Dortmund ist trotzdem nur Sechster, weil sie 4-mal unentschieden gespielt haben. Kein Unentschieden gibt's gegen Augsburg. 4-2-Sieg. Und auch in der Champions League ist Red Bull Salzburg kein Problem. Dort stehen wir übrigens nach der Hälfte der Gruppenphase auf dem zweiten Tabellenplatz, aber das könnte nach unten durchaus noch knapp werden. Und apropos knapp, der nächste Dämpfer in der Bundesliga, 1-1 gegen Gladbach nur. Doch es bleibt keine Zeit zu verschnaufen, DFB-Pokal-Achtelfinale zu Hause gegen Frankfurt. Ja, komm, alter Optiker, wir schlagen die Bayern auswärts und verlieren zu Hause gegen Frankfurt. Was, warum? Ei, ei, ei. Naja, halb so wild, Paluten, dann können wir uns jetzt auf die zwei wirklich wichtigen Bewerbe konzentrieren. Die Bundesliga, die Champions. Und in der Liga läuft's 3-0 gegen Stuttgart. Na da, guck an, was sehen meine Augen da? Der FC Paluten ist Tabellenführer der Bundesliga punktgleich mit den Bayern, aber wir sind die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Ja, und das nächste Spiel, das wird richtig spannend, denn das ist auswärts beim FC Bayern. Aber davor gibt's das wichtige Champions-League-Spiel gegen Salzburg. Hallo, hallo, Freunde, was ist los? Wir verlieren das mit 2-1. Ui, und da brennt der Hut gewaltig. Wir sind nach dem vierten Spieltag aktuell
Raus aus der Champions League. Champions League ist aber jetzt wurscht. Wir müssen den Kopf freikriegen gegen dieses Spiel in München und wir spielen 2-2. Paluten macht ein Tor. Nehme ich mit. Ja, ein 2-2 gegen Bochum zu Hause, das reicht mir hingegen nicht. Das müssen wir in der Champions League heute gegen Dublin auf jeden Fall besser machen. Ein Sieg ist in dem Spiel Pflicht. Wir gewinnen es mit 4-2, Junge. Mein Herz. Oh mein Gott, was los, Digga? Aber Salzburg schlägt Paris und die sind jetzt Tabellenführer. Wir sind Dritter. Eine Punkt hinter Paris und Salzburg. Und ihr seht es im Kalender, unser letztes Gruppenspiel ist auswärts in Paris. Oh je. Davor geht's jetzt aber erstmal auswärts nach Leipzig. Und es ist zwar nur ein Punkt, aber in Leipzig ist okay und wir bleiben weiter ungeschlagen. Das Ding ist halt, wir sind mittlerweile trotzdem 4 Punkte hinter den Bayern, weil wir einfach 6-mal unentschieden gespielt haben. Gott sei Dank gegen Darmstadt ein 4-1. Wichtig. Jetzt aber voller Fokus auf dieses Endspiel der Champions League Gruppenphase gegen PSG. Und auch die News sagen, der FC Paluten macht einen hochkonzentrierten Eindruck. Gegen PSG soll ein Dreier und der Einzug in die nächste Runde her. Durchatmen, Freunde. Ich will nicht, dass dieser Champions-League-Traum für Paluten platzt. Ja, alter Schwede, und ich glaube, mein Schwein fällt. Wir gewinnen 4-1 auswärts in Paris. Paluten macht ein Tor. Paluten macht 3 Tore. James Maddison trifft. Das ist die K.O.-Phase. Ja, leck mich doch am Zückerli. Wir gehen tatsächlich als Zweiter durch hinter Salzburg. PSG ist raus und wir bekommen sie im Achtelfinale. Oh mein Gott, mit dem FC Barcelona zu tun. Davor kackt man aber in der Bundesliga gegen Mainz ab. Das ist ja ein Witz. Da schlägst du Paris 4-1 und 3 Tage später kassierst du in der Bundesliga deine erste Saisonniederlage. Gegen Mainz. Na Gott sei Dank läuft gegen Freiburg wieder 4-0 und Paluten macht den Hattrick. Und auch gegen Görlitz gibt es den nächsten 3-0 Erfolg. Damit ist das hier die Bundesliga-Tabelle nach exakter Hälfte der Saison. Der FC Paluten ist auf dem 2. Platz und noch in voller Schlagdistanz. Und eins kann ich euch versprechen, Freunde. In diesem Video gibt es noch dramatische Bundesliga-Matches, unfassbar spannende Champions-League-Spiele und ein grandioses Saisonfinale. Davor gibt es jetzt aber mal ein 1-1 gegen Wolfsburg. Ui, und auch nur ein 1-1 gegen Hoffenheim. Und ich sag's doch, Freunde, wir verlieren zwar keine Spiele, aber wir spielen viel zu oft unentschieden. Das ist ein Problem. Puh, und als nächstes steht auch noch der BVB vor unserer Brust. Yes, aber danke, Paluten, er macht 1-0-Sieg. Wichtig. Oh, und jetzt sehe ich's erst, der Kerl ist auch noch Top-Torjäger der Bundesliga aktuell mit 15 Toren. Das ist ganz, ganz stark. Und apropos stark, wir haben auf diesem Kanal mittlerweile schon die 20.000 Abonnenten geknackt. Kuss geht dafür raus, Freunde. Vielleicht schaffen wir es ja hier gemeinsam, wie auch im Hauptkanal, die 100.000 zu knacken. Also, gerne kostenlos rein abonnieren, Männer. Wettbewerbsübergreifend sogar 21 Tore und 14 Vorlagen in 28 Spielen. Mit Abstand der beste Spieler in unserem Verein. Naja, ist auch irgendwo klar. Es ist ja der FC Paluten. Und doch Werder Bremski ist kein Problemski. Ach so, nee, wir haben 2-2 gespielt. Wieder unentschieden. Huch, und das zeigt sich jetzt auch erstmal bei unserem Manager-Rating. Das ist nur noch orange und wir spielen als nächstes halt gegen Barca. Aber zu Hause mit den heimischen Fans, da könnte was gehen. Ah, oder auch nicht. Knappe 0-1-Niederlage. Oh, oh, Freunde, 0-1-Niederlage auch in der Liga gegen Leverkusen. Und schön langsam wird der Meistertitel sehr, sehr schwer. Wir sind 11 Punkte hinter den Bayern und punktgleich mit Dortmund und Leipzig. Aber wir geben natürlich nicht auf und gewinnen 4-0 gegen Union Berlin. Und auch knapp 2-1 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Nur das Ding ist halt, diese blöden Bayern müssten auch mal verlieren. 10 Spieltage sind noch to go. Für uns steht aber jetzt erstmal das Champions League Rückspiel gegen Barca an. Oh mein Gott, bin ich nervös. Ich bin ein bisschen nervös. Erstmal gucke ich mir das jetzt an. Ja, Paluten, was soll ich sagen? Das brauchst du dir nicht angucken. Denn wir haben 3-0 gegen Barca gewonnen und du hast 2 Tore geschossen, du Macher. Und wurdest mit einer 10,0. Außerdem Man of the Match, Bruder. Und guck mal, der FC Bayern hat das Rückspiel gegen Celtic verloren. Die können also doch verlieren. Wir verlieren aber nicht. Nächster Sieg gegen Augsburg. Und wir üben mit dem Sieg Druck auf die Bayern aus, sind an 8 Punkte rangekommen. Ja, Mann, und nächster Sieg gegen Gladbach. Nein, und gegen Stuttgart spielen wir wieder einen Unentschieden, auch wenn wir ganz, ganz spät noch das Tor erzielen. Aber ist halt irgendwie trotzdem bitter, sonst hätten wir den perfekten März gespielt. Aber vielleicht heben wir uns den perfekten Monat auch für den April auf. Am 6. April zu Hause in der Liga gegen den FC Bayern und dann auch noch im Champions League Halbfinale. Halleluja. Komm schon, Paluten, wir brauchen diesen Sieg gegen Bayern in der Bundesliga. Und jawollig, Freunde, wir schlagen die Bayern 3-2, drehen einen Rückstand und Lehmann macht's kurz vor Schluss, der Ehrenmann. Du bist ja ein absoluter Ehrenmann, Junge. Und damit bleibt's in der Bundesliga spannend. Wir sind 6 Spieltage vor Schluss, nur 7 Punkte hinter dem FC Bayern. Ja, moin, und ihr seht's, die warten jetzt auch schon in der Champions League auf uns. Digga, und was ist denn jetzt los? Wir klopfen die Bayern zu Hause 5-2 aus dem Stadion raus. Also sowas habe ich noch nie gesehen, aber wir stehen mit einem Bein im Champions League Halbfinale. Yes, und gewinnen in der Liga knapp vor Schluss durch Paluten, der in dem Spiel einen Hattrick erzielt hat. Und auswärts bei den Bayern in der Champions League im Rückspiel sollte heute nichts mehr anbrennen. Wir spielen 2-2 und sind weiter. Oh je, aber heute ist ein trauriger Tag. Wir verlieren in der Liga 0-3
gegen Leipzig. Ein trauriger Tag für Patrick Palou. Aber nicht aufgeben, nächster Sieg gegen Darmstadt. Wichtig wird es jetzt sein, wenn der Champions League, wo wir gegen Man City spielen und Atletico Madrid und Union Berlin sind die anderen Halbfinalisten. Wie ist Union in ein Halbfinale gekommen, bitte? Ja, als Optiker, die haben ihre Gruppe vor Real Madrid und Napoli gewonnen, haben im Achtelfinale dann den AC Mailand ausgeschaltet und im Viertelfinale Porto besiegt. Ah, perfekt, Freunde. Vom Champions League Halbfinale Hinspiel sehe ich, dass Lehmann einfach verletzt ist. Naja, kein Problem. Der Bruder ist nur unser drittbester Spieler im Kader und hat einen gebrochenen Zeh. Das ist C. Na, der war schlecht. Bruder, ich muss los. Aber egal, voller Fokus auf Man City. Nee, komm. Und schön langsam glaube ich das nicht mehr. Der FC Paluten schlägt Man City im Hinspiel. 3-0. Wir stehen mit 1,5 Beinen im Champions-League-Finale. Und wie geil wäre das gegen Union Berlin, aber das spielt's leider nicht. Die haben gegen Atletico verloren. Okay, und wir bleiben ruhig. Rückspiel gegen Manchester City. Wir brauchen nur irgendwie... Wir gewinnen sogar auswärts mit 2-1. Wir sind eine Maschine. Wir sind eine Maschine. In der Bundesliga konnten wir die letzten 3 Spiele dann auch noch gewinnen, aber am Ende reichte es trotzdem nur für den Vizemeistertitel. 10 Punkte hinter den Bayern. Die sind einfach zu stark. Aber wir haben ein Trostpflaster, Freunde. Wenn der FC Paluten schon nicht Bundesligameister wird, dann vielleicht jetzt Champions League sein. Wir gehen rein ins Finale gegen Atletico und gewinnen es mit 3-2. Und der FC Paluten ist Champions League-Sieger. Bravo, Captain Paluten. Damit hätte ich wirklich niemals gerechnet. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wirst du auch bei dem Video hier Spaß haben, wo ich Trainer war. Also hier klicken und wir sehen uns gleich dort wieder.